Schnee von heute, auch heute ist nämlich wieder eine ganze Menge passiert und wir besprechen das wieder mit unserem Fanreporter, mit Philipp. Und gerade eben ja erst Doppelsieg im Rodeln, Philipp, wie hast du es erlebt? Ja, im Deutschen Haus mit jeder Menge Jubel, Nathalie Geisenberger, die dritte, glaube ich, Goldmedaille, ist es richtig? Absolut korrekt, gut und, recherchiert. Ja, und Diana Eidberger, ey, so klasse, so stark, den zweiten Platz rausgefahren, hat nochmal eine Schippe draufgelegt, richtig, richtig geil. Und tragisch natürlich, Tatjana Hüfner leider, tut mir echt leid. Absolut. Starke Frau, ganz, ganz tolle Frau und es hat nicht sollen sein. Ja, heute. Und auch nach dem ersten Tag haben sich ja eigentlich schon eine sehr positive Tendenz abgezeichnet. Die Reihenfolge war eigentlich identisch. Nach dem dritten hat sich ein bisschen was verschoben. Dann kam es aber zum Ende doch wieder so, wie es eigentlich schon zur Halbzeit aussah. Eine Kanadierin, die hat uns so ein bisschen das Traumpodium kaputt gemacht. Hat sie, leider. Wir wollen ja nicht böse sein. Auch Gratulation an die Kanadier an dieser Stelle. Ja, Alex Kaff nämlich. Hat auch einen super Lauf gezeigt, ja, im abschließenden vierten Run. Was aber nicht zu vernachlässigen ist, das haben wir gerade auf Twitter gesehen, hat sich nämlich Felix Loch zu Wort gemeldet. Und Felix Loch hat geschrieben, die Kurve 9 kann uns mal, du hast sie besiegt. Und das an Nathalie Geisenberger adressiert. Also das ist Sportsmanship, würde ich sagen. Und zwar ein weiteres Mal unter Beweis gestellt von Felix Loch, der hier am Abend seiner, darf man sagen, Niederlage, muss man gar nicht, also das, am Abend, als er es nicht geschafft hat, war hier im Deutschen Haus, hat sich den Fragen gestellt. Großer Sportsmann, wirklich nochmal Respekt, Hut ab, Felix Loch, was er da gebracht. Jetzt wollen wir natürlich aber auch mal selber wissen, würdest du dich selbst auch mit so einem Rennrodelschlitten da den Kanal runterstürzen? Also ich habe mal auf einer Startrampe trainieren können, das ist nur so eine Startstrecke und das hat mir schon gereicht an Geschwindigkeit. Ich würde das, glaube ich, nicht machen, nur mit einem erfahrenen Piloten an meiner Seite, vielleicht mit dir, Daniel. Bist du ein erfahrener Pilot? Nee, okay, dann lassen wir es besser sein, sonst gibt es nämlich zwei Krankenhausaufenthalte für uns. Ist, glaube ich, wirklich besser. Also ja. da sprichst du vielleicht ein tatsächlich unserer Piloten und Pilotin an. Mal schauen. Nichtsdestotrotz, du hast ja immer viel Kontakt zu den Sportlern. Ja, hast du nicht mal angefragt, ob man dich eine Runde mitnehmen könnte? Ja, ich habe tatsächlich, wie gesagt, mit Toni Eggert, Sascha Benecken habe ich einiges gemacht und zwar an der Startstrecke trainiert. Sind mit mir auf das abgegangen, alles wie das läuft. Aber die Jungs mussten dann einfach trainieren und mussten sich fokussieren auf sich beide. Ich habe gesagt, nee Leute, ich muss da nicht unbedingt mit runterfahren. So. Ich habe aber gehört, die medizinische Abteilung ist auch sehr gut. Ist gut. Nächstes Thema ist der Langlauf. Heute ja bei den Frauen und bei den Männern. Es ging im Sprint um alles. Bei den Frauen Hannah Kolb leider schon in der Quali raus und zwar, weil sie direkt nach dem Start ziemlich ätzend direkt eine mega Windböe erwischt hat, dann ist es ganz schnell vorbei. Und das hatten wir gestern schon, das Skispringen war eine Windlotterie, ne? Ja. Heute auch wieder Wind, das ist einfach schade, ich meine, es weht wirklich draußen in Pyeongchang, ich habe ja schon das koreanische Wort für Wind erklären lassen, ich weiß es leider nicht mehr, aber ich wollte es gerade nachfragen, also, es ist wirklich bezeichnend, hier ist wirklich viel vom Wind verweht, das muss man ganz klar so sagen. Zwei haben es allerdings ins Viertelfinale geschafft, das waren Katharina Hennig und Elisabeth Schischow. Katharina Hennig, da war es ganz, ganz, ganz knapp, dass sie vielleicht doch noch hätte ins Halbfinale rutschen können. Bei Katharina Schischow war es ein bisschen, bei Elisabeth Schischow, so heißt sie richtig, sorry, war es ein bisschen deutlicher. Man hat gesehen, die können durchaus ein Wörtchen mitreden. Ja, und ich denke, ich meine, Filian sind die nächsten Spiele und die Athleten sind ständig aktiv und machen weiter. Und man darf immer nicht vergessen, finde ich, Olympia ist auch das Dabeisein. Es ist wirklich, Dabeisein ist alles, darf man sagen, auch wenn natürlich ist eine Medaille toll. Muss man sagen. Muss man sagen. Ne? Muss man sagen. Aber nicht nur die Damen waren unterwegs, sondern auch die Männer. Ich habe es gesagt, es war ja wahnsinnig spannend. Ich fand das beispielsweise ganz cool, dass man sie selber aussuchen durfte, in welches Viertelfinale man denn wollte. Ja, ja, ja. Ah, ganz coole Sache. Sebastian Eisenlauer, der hat das richtig gut gemacht, war im Vorlauf nach der Qualifikationsrunde 16. Thomas Bing 22. beide im Viertelfinale. Und dann wurde es eben richtig eng. Es war zwar dann für beide leider auch Endstation, aber Thomas Bing, der ist tatsächlich nur um 200 Sekunden gescheitert. Hast du eine Ahnung, wie man sich dann als Sportler fühlen muss, wenn es wirklich so knapp ist? Keine Ahnung, ich weiß nur, manchmal renne ich zum Buffet und dann ist doch jemand schneller und es sind sicher auch nur 2 Millisekunden. Ich meine, allein, dass man so eine Zeit messen kann, ne, ist doch Wahnsinn. Das ist ja beim Rennrodeln genauso. Wenn es um 2, also das ist ein Wahnsinn. Ich kann es nicht erfassen. Hast du jetzt möglicherweise gerade die entscheidenden 200. Sekunden im Rennen mit den letzten 2 Würstchen am Buffet gleichgesetzt? Habe ich richtig verstanden? Nein, natürlich nicht mit den letzten 2 Würstchen. Das geht ja, das ist ja hier nur ein Spaß. Aber ich meine, dass es so knapp sein kann, dass die Leute sind an so einer Spitze, dass es so knapp sein kann. Ja, und ähnlich knapp war es auch in der Superkombination Ski-Alpin. Das ist nämlich unser drittes Thema. Thomas Dresen, da saß ja nach der Abfahrt, die dann endlich mal stattfand, doch ganz gut aus, ja. Erster Platz. Andreas Sander auf 32 mit mehr als 2 Sekunden Rückstand, Josef Ferstl 36. und Linus Strasser auf der 39. Und ganz ehrlich, was hast du geglaubt? Wie geht es dann aus nach dem Slalom? Hast du irgendwie auf eine Medaille gehofft? Naja, ich
weiß ja, ich meine zu wissen, dass er Thomas Dressen hat. Der ist ein Abfahrer, ne? Und Slalom macht er, glaube ich, selber sogar nicht so gerne. Also ich habe dann vielleicht gedacht, na gut, also da kommt noch mehr, da muss es jetzt nicht sein. Und Neunter ist dafür echt ein respektabler Platz dafür. Genau, denn am Ende war es bei Thomas Dressen Rang 9. Und wirklich beeindruckt hat mich, das muss man an dieser Stelle sagen, Grüße nach Österreich rüber, ja. Die Leistung von Marcel Hirscher, weil der hat eigentlich fast gar nichts sehen können, so böig war das. Und der hat das so routiniert gemacht, hast du es gesehen? Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es mir sagen lassen, weil ich meine, beeindruckend ist das und die, auch die Österreicher können Skifahren, ne? Vielleicht auch gerade, gerade die Österreicher können Skifahren, also Respekt. Ja. Du hast auch schon auf Skiern gestanden? Ich habe tatsächlich auch schon auf Skiern gestanden, das war zuletzt, glaube ich, mit 12 Jahren, Parallelsprung kriege ich hin, Wedeln, aber noch nicht so, also lieber nicht. Also Slalom eher noch kein Thema. Slalom eher noch kein Thema, nee, vielleicht Buckelpiste runterrollen oder so. Roll. Ja, am ehesten. Vielleicht reden wir doch nochmal über den Schlitten, aber dann so ein hölzernes Gefährt und dann Striker. Ja, nichtsdestotrotz ist das eine Sportart, die wir uns immer wieder gerne ansehen, weil es natürlich auch wahnsinnig eng zugeht. Ich habe unten mal an der Streif gestanden in Kitzbühel und wenn man da schon so hoch guckt, wenn kein Schnee liegt, denke ich eigentlich schon, da willst du nicht runtergehen, weil es so steil ist und die stürzen sich wirklich waghalsig darunter. Ich glaube, da braucht man schon ein bisschen Selbstüberwindung, oder? Oh, auf jeden Fall. Ich meine, und dann, weißt du, wenn du ein Zipperlein hast, ist es ja noch nicht mal alles deine Kontrolle. Auch da ist der Wind oder ist was, irgendwas im Schnee, ist was vereist, dann hast du einfach Pech. Dann hast du einfach Pech und da bist du mit dem ganzen Körper drin. Auf Gedeih und Verderb, auf deinen Skiern, auf dieser Piste, in dieser Piste. Weißt du, was ich mich eigentlich die ganze Zeit frage? Warum hältst du dir das Mikrofon hin? Weil ich bin es so gewohnt, glaube ich. Aber das war nicht alles, denn es gibt weitere Nachrichten des Tages auch. Die nehmen wir an dieser Stelle gerne mit. Wir schauen noch ganz kurz zum Shorttrack rüber, denn da war Anna Seidel unterwegs heute im Viertelfinale. Nämlich fürs Halbfinale hat es da leider nicht gereicht, aber sie sagte auch selbst, die längere Distanz ist ja eigentlich ihre. Also dafür drücken wir dann die Daumen. Und ganz wichtig, Snowboard Halfpipe. Denn Johannes Höpfel, der hat den Sprung zwar ins Finale leider nicht geschafft, zeigte sich aber mit seinem Wettkampf sehr zufrieden. Und wie er den absolviert hat, da kann uns, glaube ich, der Philipp helfen. Ich zitiere Snowboard Germany. Höpfel landete zum Abschluss seines zweiten Durchgangs zudem erstmals in einem Run einen Frontside 1260, nachdem er zuvor einen Backside 900, Frontside 1080, Cap 720, Frontside 900 und Backside 540 sicher in die Superpipe des Bokwang Phoenix Parks gestellt hatte. Also der hat richtig gerockt, glaube ich, heißt das. Der hat richtig gerockt und ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ansonsten klären wir euch in den Kommentaren möglicherweise nochmal auf. Vielen Dank fürs Zusehen, das war Schnee von heute und wir melden uns morgen wieder, hoffentlich mit den nächsten tollen Geschichten.